Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs, um einen Zug zu kaufen. Letztes Mal hat das Geld nicht gereicht. Schauen wir mal diesmal. Oh, sieht gerade gut aus. Ich hau den mal gerade rein, damit wir den haben. So, unsere Kohle ist jetzt noch bei 1,8 Millionen, geht gerade so, ne? Dann würde ich sagen, guckt euch das Logo an, dann gehen wir aufs Großbild. So, jetzt müssen wir den Zug nur zuordnen, beziehungsweise wir wollten den ja eigentlich tauschen, ne? Auch nicht drüber nachgedacht. Gut, dann müssen wir mal schauen, wer ja gerade die alte Geschichte ist hier. Fahrzeuge, oh, wir haben auch Schiffe, ne? Die 28 Jahre alt sind. Aber hier haben wir erstmal einen auf Linie 29, den wir dann da wahrscheinlich mit austauschen sollten, ne? Fahrzeug verwalten. Na, Linie 29 passt ja schon dann. Da wissen wir schon alles, was wir machen müssen, oder? Wir gehen hier nochmal hin, da haben wir den Zug. Der muss auf Linie 29. Und dann ist er schon weg. Und dann fährt er auch schon los, wie wir sehen. Da kommt der ganze Zug da raus. Der fährt hier gleich nach rechts. Was ist da oben? Zug 8, Zug 2. Fahrzeug meldet folgende Probleme. Züge blockieren sich gegenseitig. Okay, das müssen wir gleich angucken. Ja, dann ist das da hinten wahrscheinlich, ne? Ja. Ich sehe schon, wo es ist. Gut, dann wollen wir mal schnell da hingehen und gucken. Aber oh, jetzt kommt schon der nächste dazu, ne? Das ist hier mit der Weiche dann doch doof. Jetzt hatten wir das nicht schon mal in der letzten Folge? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht kann ich den gerade erstmal ins Depot schicken. Fahrzeug ins Depot schicken. Dann fährt er erstmal weg, dann kann der andere fahren. Oh, jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht, ne? Ich habe nicht geguckt. Kann ich das ändern? Unterwegs ins Depot, der fährt da lang. Okay, das passt erstmal. Ich wollte aber den hier, weil ich den ja ins Depot geschickt habe. Welche Linie war der? Kein Weg. Schlecht. Details. Schlecht. Finanzen. Kann ich irgendwo erkennen, wo der gefahren ist? Zug 2. Schlecht, normal. Er hat vier Anhänger hinter, das kann ich noch sehen, aber sonst sieht das gerade nicht so doll aus, ne? Wieso steht der da jetzt? Okay, weil der da rausfährt. Das ist jetzt schlecht, was wir da gemacht haben, ne? Linie zuweisen, ja. Steht jetzt leider nicht alte Linie dabei. Das wäre cool gewesen, ne? Ich glaube, es ist sowieso nur die eine Linie hier, die da lang fährt, oder? Der war bestimmt auf Linie 6. Will ich hoffen, ne? Also hier ist was fehlgeleitet dann, ne? Da müssen wir mal gucken, wie wir das hier ändern. Weil wenn der da steht, blockiert der ja irgendwo anders was, ne? Aber wie kriegen wir das geschickt hin dann, ne? Ich glaube, wir sollten dieses Signal vielleicht wegnehmen. Oder? Oder das Signal? Mach das mal weg. Und ich glaube, dieses machen wir mal weg. Dann bleibt er eher da stehen. Ob das geht, weiß ich nicht. Das liegt nämlich daran. Wir müssen definitiv hier vorne ein Signal, glaube ich, haben, ne? Hier muss ein Signal stehen, oder? Oh, das Geld haben wir dafür noch nicht mal. Schade. Okay, 1,3 Millionen muss da irgendwer einer mal gerade zusammenkratzen. 1,1. Kommt das noch? Ja, wahrscheinlich, ne? Also da soll es nicht stehen, weil es dann im Weg steht. Ne? Wäre schon schön, wenn es daneben steht. So wie hier.
So, wollen wir hoffen, dass das dann funktioniert mit dem Reinfahren, ne? Dass der da erstmal wartet, bis da alle so weit sind, oder? Ja, müssen wir mal gucken. Geld kommt auf jeden Fall wieder rein, 2,7 Millionen. Und wir hatten jetzt hier diesen einen Zug geholt, der auf welcher Linie fährt? Auf der nicht. Das heißt, wir müssen die andere Linie finden. Ist das auch der gewesen? Nee, das war ja der Stahlzug. Das kann nicht sein. Wo ist denn der jetzt lang gefahren? Der war es wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube, der war auf Linie 29, der neue. So, das heißt, dieser hier hat 16 Passagiere. Wie kann ich denen denn jetzt sagen, dass er nicht mehr laden soll? Wenden. Fahrzeuginspektion, Linie. Details, gibt es das hier irgendwo? Bei Simotrans konnte man dann sagen, nicht mehr laden, ne? Ja, wahrscheinlich verliert man einfach die Leute hier, weil es nicht anders geht, oder? Ja, das ist jetzt auch der falsche Zug, sehe ich gerade, ne? Warte mal, mach das anders, bevor wir da was falsch machen. Ich möchte diesen Zug haben. Hallandorf. Wenden. Fahrzeug ins Depot schicken? Nee. Linie zuweisen? Auch nicht. Finanzen? Ich glaube, das kann man in diesem Spiel gar nicht, ne? Zug, Gütertyp. Wahrscheinlich geht das hier nicht. Umbenennen. PIN. Finanzen. Einnahmen, Ausgaben, Zeitraum. Wahrscheinlich nur auf der Linie kann das sein. Vielleicht auf der Linie, sagen wir es mal so, aber nee, das macht hier keinen Sinn. Weil hier sehe ich die Fahrzeuge nicht. Gut, dann ist das halt so. Das heißt, ich muss das abpassen, wenn er im Bahnhof ist und gerade keine Leute drin sitzen, oder wie? 94. Machen wir schneller, damit wir irgendwo ankommen. So, und jetzt müssen wir gucken, wann die ausgestiegen sind, dass ich hier draufklicke, ne? Da steigen jetzt tatsächlich noch welche zu, ne? Ja, ich glaube, dann ist das mit denen halt so, dass man da sagen kann, okay, Schicksal, oder? Aber es könnte sein, dass er da hinten leer läuft, ne? Weiß ich nicht, müssen wir gucken, gerade an dem Bahnhof. Neuer Güterbedarf, meckern, benötigt jetzt Baumaterial, okay. Schauen wir mal. Ja, sieht schon cool aus mit rechts in Skyline da, mit den Häusern, ne? So, und jetzt müssen wir den passenden Moment abwarten. Waren wollen die auch noch in Möckern haben, ne? Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Verkaufen. Weg ist er. Ging nicht anders, ne? Jetzt müssten die da auf der Bahngleise sitzen, ne? Aber na, lassen wir es mal lieber. So, wie weit sind wir denn hier? Ja, super weit. Das sieht doch schon mal gut aus hier, ne? Kohle ist genug da, aber leider kein Eisenerz. Das wird immer nicht gebracht. Das heißt, es läuft. Wir haben da 4000. Jetzt müssen wir mal gerade noch mal die Fahrzeugliste vielleicht aufrufen. Jetzt ist der nächste hier mit 66 oder was? Ja, aber der ist, oh ne, der fährt auf Linie 4, der andere war gerade eben auf Linie 29, ne, der neue, oder? Ja, Linie 4 ist auch noch so ein alte Kamelle drauf. Und der ist auch voll. Das heißt, auf Linie 4 müssten wir jetzt auch einen neuen Zug kriegen, ne? Fahrzeug verwalten, Fahrzeug austauschen und den da, ne? Und dann sind wir wieder bei
19.000, 19 Millionen. Wir haben da nicht genug Geld für. Okay, das heißt, wir machen das erstmal nicht, sondern gehen erstmal in der Liste ein bisschen niedriger, wo wir dann sagen können, okay, lass uns mal diesen LKW austauschen zum Beispiel. Der fährt nur einer auf Linie 17. Und was fährt der? Zahnräder. 11 Stück an der Zahl. Cargo. Alle Güter. Der kann keine Zahnräder, dann kann der Zahnräder und der kann nur Flüssigkeiten. Dann machen wir den mal da raus. Jetzt kann er doppelt so viel. Ob das reicht, ist die nächste Frage, ne? Wo ist denn der am Fahren? Okay, der fährt da jetzt. Der bringt die ins Städtchen, glaube ich, ne? Weil die Stadt die Zahnräder braucht, ne? Kann das sein? Ja, wird wohl sein, wahrscheinlich so sein. Okay, dann ist das erstmal so weit, so gut. Weil die müssten jetzt hier irgendwo abgeladen werden, ne? Wo fährt er hin zum Fliederweg? Fliederweg ist hier vorne. Wo ist denn hier am Fliederweg die Haltestelle? Kann man das sehen? Ach so. Die ist da. Am Fliederweg stehen die Paletten. Da gesehen, direkt vorm Wohnhaus. Die freuen sich da bestimmt. Was haben wir hier? Keine Warnung. Das ist schon mal gut. Wo ist denn der LKW jetzt? Hier? Ist das der zum Fliederweg? Ja. Fährt denn der jetzt lang? Ach so, weil er dann dahin drehen kann, wahrscheinlich, ne? Ja, wird wohl so sein. Jetzt einmal bitte um eine Kurve. So, und jetzt bringt er die 11 dahin und alles ist gut, wa? So sieht's aus, okay. Ja, jetzt ein ordentlicher Disponent will jetzt gucken, dass der irgendwo anders noch Ware mitnimmt, ne? Wie sieht's denn aus mit dem Fliederweg dann? Aber er fährt ja plus ein erstmal. Das würde ich jetzt erstmal so stehen lassen noch. Gut, okay. Haben wir jetzt ein bisschen was gemacht? Wir haben auf jeden Fall einen Zug, der jetzt auch hier voll durch die Gegend fahren könnte. Ist das der? Ne, ne, das ist ein anderer. Der lädt jetzt gerade. Mal gucken. Der hat ja 60 Plätze. Da steigen wie viel ein? 40. Auf Linie 29. Toll, haben wir gut hingekriegt. Das ist der Zug hier, ne? Das heißt, dieser hier, der kann definitiv auch weg. Weil wir haben die anderen beiden, ne? Wo ist denn der jetzt? Achso, hier vor ist das, okay. Ja, da kommt der große. Der Doppelstockwagen ist da sogar. Ja, nützt nichts. Ich muss die Soja hier Fahrzeug ins Depot schicken. Anders funktioniert es nicht. Den können wir gleich verkaufen, ne? Das macht ja anders keinen Sinn. Das haben wir ja festgestellt. So, auf der Linie sind nämlich nur noch diese zwei Züge, die dann auch vollkommen ausreichen, ne? Weil das sind ja schon zwei große. Er kann ja 99 Passagiere fahren und der andere kann, wie viel hatte der? 60? 60 hatte der, ne? Ist nur die Frage, wo der ungefähr rumfährt. Ist das der? Ja, das ist der. Der hat auch tatsächlich fünf da drinne. Und die haben einigermaßen Abstand, aber der wird sich wahrscheinlich ändern, weil beide Züge eine gewisse Geschwindigkeit ja fahren. Und der eine, na, wir können das ja mal gerade schauen, der fährt maximal 120 und der andere, ist der gerade hier? Ich glaube ja, ne? Ja. Der andere fährt auch 120 wahrscheinlich noch. Nee, dann nähern die sich nicht, wenn, nee, der fährt 130. Okay, dann fährt er dem anderen aber erstmal voraus. Das wird eine Weile dauern, bis er da ist. Gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Und wir sind immer noch bei den Fahrzeugen, die wir erneuern wollen, ne? Wie sieht es hier jetzt mit aus? Linie 3 wäre das jetzt. Linie 3 hat nur zwei Busse. Wo ist denn Linie 3 wohl? Linie 3. Ah, die ist hier, Ortsdurchfahrt. Wir sind da gerade drauf. 9 von 20. Rein theoretisch wird sich das auch nicht lohnen, die jetzt zu erneuern, ne? Und es fährt ja keiner hin und her, ne? Wir stehen denn hier. Niemand steht da.
Hier stehen zwei Leute. Und da stehen keine Leute. So sieht's aus. Ich mach's trotzdem neu. Linie verwalten. Also nee, Fahrzeuge verwalten muss ich dann machen. Alle auswählen, alle tauschen. Passagiere. Volvo 5000 kostet 1 Million. Beide aber zusammen schon. Haben Kapazität 17, Kapazität 19. Wo sind die Emissionen? Da 71, 71 spielt keinen Unterschied. Hier sind 23, das ist ein Ziehharmonika-Bus. Da sind 68 drin und hier nur 23, nee, da sind 70, nee, Emissionen. 23 Passagiere, 21, okay. Dieser Bus ist ein niederflurriger Heckmotorstadtbus auf Volvo-Chassis mit Aufbau von Selfler. Dieser Bus direkt der Regel Nahverkehr wird noch heute in Weißrussland produziert, okay. Ah, hier ist die Ladegeschwindigkeit höher. Schau der her, das ist vielleicht nicht schlecht. Geschwindigkeit innerorts passt. Kapazität ist, glaube ich, auch mehr wie der. Ja, sieht erstmal gut aus, oder? Ich glaube, wir nehmen den. Tauschen wir die beiden, oder? Sollen wir da schon mal ordentliche Stadtbusse fahren? Wie sieht es denn mit den weiteren aus? Okay, da ist Linie 9 noch. Wo ist die Linie 9? Ah, das ist so eine Überlandlinie, okay. Die machen hier was. Wie sieht es denn mit Passagieren aus? 58 von 60, das lohnt sich da also. Das sind 6. Linie verwalten. Nee, Fahrzeuge verwalten. Das machen wir immer falsch, schön brav, ne? Fahrzeuge austauschen und den Bus austauschen. Geht sogar vom Geld her. Wir haben jetzt, wie wir fahren denn da momentan drin? 10 und werden dann auf 19 steigern. Komm, das machen wir, egal. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. So, die Linie ist auch neu. Jetzt haben wir noch Linie 8. Fahrzeuge verwalten auf Linie 8. Was sagt denn die Linie? 24 von 60 aktuell. Kann ich die auch damit tauschen? Machen wir. Auch getauscht. Das kann alles zu. Dann nochmal. Altersbedingt haben wir jetzt hier noch einen kleinen auf Linie 2. Fahrzeug verwalten. Wo ist denn Linie 2? Da, okay, fährt nur ein Fahrzeug. Cargo 10 von 10, aha. Definitiv, dann machen wir den neu. Dann können wir da ein paar mehr reinhaben. Vielleicht muss da sogar ein zweiter drauf. Müssen wir im Auge behalten dann eigentlich, ne? Was ist denn hier los? Bialystoko Hafen, 29. Stehen hier auch welche? Einer, okay. Vielleicht sollten wir Linie 2 mal gerade aufrufen und gucken, wie viel da sonst noch so stehen. Zwei. Ne, drei. Da stehen 5 auf Linie 2. Kiefernweg. Stehen 4. Na, das war's dann schon. Ich glaube, da lassen wir erstmal den einen Bus. Erscheint mir jetzt nicht so, dass da noch mehr sind. Dann würde ich tendenziell hier mehr machen wollen. 150 und hier stehen. Naja, okay, da sind erstmal 29, die hier schon mal stehen. Das ist ja schon mal was. Wie sieht es denn mit Kosten aus bei dem Schiffen auf Linie 25? Hier fährt noch Minus ein. Die fahren hier noch hin, ne? 24 stehen da. Vielleicht müssen wir da mal gucken, dass wir da mehr hin und her kriegen, ne? Vielleicht liegt es auch dran, dass wir einfach nur zu wenig angehalten haben. Gibt es noch ein Städtchen mehr hier hinten, oder? Wo wir anhalten könnten, oder? Oder halten wir das schon an? Nicht wirklich, doch da. Ah, vielleicht ist das auch das Problem, dass hier. Der kommt doch erst, ne? Und hier ist keiner. Ist in Gieselhorst niemand, der da die Bushaltelinie stellen macht? Linie 30.
So, das ist so eine beige Farbe, die man kaum sieht. Aber der halten hier auch an, ne? Zwei Passagiere. Alter, das geht ja gar nicht. Woran liegt's? Zustand sehr schlecht. Kann ich die auch damit tauschen? So, vielleicht wird es dadurch besser, weiß ich nicht. So, jetzt haben wir hier noch einige Fahrzeuge, die altersbedingt noch getauscht werden müssen. Das können wir bei der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.